Highlight für die Teilnehmer der Roadstars, der Social Media Aktivität aus dem Hause Daimler Trucks, war ein Besuch im Unimog Mekka in Oettingheim. Unter anderem der Unimog U5023 konnte ihr zeigen, was in ihm steckt. In dieser Verschränkungspassage sehr schön zu beobachten, wie der Fahrer Zug um Zug Allrad, Vorder- und Hinterachssperre schaltet. Selbst traktionsmindernde Rollenbahnen braucht der Unimog nicht zu fürchten. Also wir wissen, was es heißt, die Dinger zu verschleißen, kaputt zu kriegen, Dreck reinzukriegen. Aber das Gute an der Scheibenbremse ist, sie ist immer betriebsbereit. Das haben wir 1974 schon erkannt. Sie ist relativ schnell sauber. Das, was reingeht, wandert auch wieder raus. Und deswegen ist es ja jetzt auch so, dass der LKW auch alles auf Scheibenbremse umstellt. Ist eigentlich jetzt auch kein Problem mehr. Es war früher mal ein Alleinstellungsmerkmal. Heute ist es natürlich auch Standard. Aber da haben wir natürlich gute, gute Erfahrungen schon damit gemacht. Mit einer beeindruckenden Souveränität meisterte der Unimog Steigungen von 60, 70, 80%, kurzzeitig sogar von 110%. Und dies zu aller Erstaunen nicht nur vorwärts, sondern auch rückwärts. Denn der Unimog besitzt ein Wendegetriebe, sodass alle zur Verfügung stehenden Vorwärtsgänge auch für die Rückwärtsfahrt genutzt werden können. Ein Prinzip, welches noch aus den Anfängen der 50er Jahre Bestand hat.
Das ist natürlich auch, welche Quer kann man mit dem Fahrzeug?